Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. Weiter geht's durch den ganzen Ruinenwirrwarr, den wir hier erleben dürfen. Ich gehe aber nochmal ein bisschen zurück, denn... warte mal, hier war ich ja. Hier habt ihr alles abgecheckt, glaube ich. Ich meine, hinten war noch was. Nee, ist egal, weißt du. Komm. Wir gehen jetzt erstmal weiter und erledigen das, wofür wir hier gekommen sind. Dann können wir immer noch durch andere Möglichkeiten manövrieren. Check ich mal noch kurz unsere Lage ab soweit. Die sind ganz gut dabei. Theoretisch könnten mit noch ein paar Kämpfen die Mädels sich weiter aufleveln. Ansonsten hier soweit alles okay. Gut, ich werde natürlich auch wieder einige Kämpfe machen. Das ist zwar nicht so lustig, gegen Gegner hier zu kämpfen, aber wir müssen ja gut trainieren. Von daher müssen wir also ein bisschen vorsichtig sein, dass wir halt so gut wie möglich nicht so viel Schaden einstecken. Also ist schon auf jeden Fall sehr, sehr beachtlich, dass die Gegner schon so einen guten Schaden anrichten können. Ja, du musst ja nicht mehr schnell laufen. Irgendwie haben alle so eine kleine Schwäche für Sheria. Die laufen immer Sheria hinterher. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie so gut aussieht oder... ja, weil sie attraktiv wirkt. Oder vielleicht wegen dem kurzen Rock, den sie trägt. Muss man die Viecher mal fragen. Aber ich bevorzuge lieber, das erstmal kaputt hauen und dann fragen. Aber das ist immer so schlecht, weil die Gegner nach dem Leben damit man sie fragen kann. Von daher... so. Ja, du musst auch schon treffen hier. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so langsam neue Waffen fällig sind. Abgesehen von dem Training, was wir jetzt noch nötig haben hier. Autsch. Oh, lala. Also dieses Vieh weiß auf jeden Fall, wie man Schaden austeilen kann. Das hat uns ein paar hinter die Löffel gegeben. Das war gerade nicht gerade wenig, was wir da kassiert haben an Schaden. So, wow. Okay, so war ganz gut alles. Sag mal, das gibt's doch nicht. So, sogar mit dem Sentry-Strike sterben die Viecher nicht direkt. I can't believe our baby Hubert got so strong. Please don't mention my past in front of everyone. Aber der muss ja an dieser Stelle mal sein, denn ich war ja schon ein bisschen eingekesselt. Und deswegen war das jetzt mal nötig, dass wir das mal einsetzen. So, ich habe keinen Bock auf dieses komische Pudding da, oder was das ist. Oder diese Knetmasse. Egal, wie das heißt. Jetzt nehmen wir mal die linke Tür diesmal. Damit wir halt auch eine Verbindung zu der großen Tür, die wir gesehen haben, herstellen können. Okay. Okay, soweit hat sich das Ganze also doch nicht als so kompliziert dargestellt, wie ich das gedacht habe am Anfang. Nur das verwirrt halt dadurch, dass es viele Möglichkeiten gibt, weiterzugehen. Was ist das denn hier? Das ist wahrscheinlich eine Discovery, ja. Mechanical Scrapyard. Rare Metal. Bonus Goal. Hey Pascal, who exactly are the Amarcians? What brought this up? They create tons of advanced technology, scatter it in ruins around the world, and yet we know nothing about them. Doesn't that seem strange to you? No, not at all.
origin of the Amarcians is totally a main focus of my research. Did I forget to mention that? Wait, really? Yep. And based on all the goodies I found in the Archive of Wisdom, I'm pretty much certain the Amarcians came here from Phaedra. No way. Yeah, so there must be a way to get there. And when we arrive, I bet we'll discover a civilization that's totally prospered and thrived and stuff. So saving Sophie isn't your goal at all? Well, that's a bonus. Seriously? Boah, das ist echt mal assi. Also, Pascals Ziel ist in erster Linie mal hier diese, mehr über die Technologie von den Amarcians zu erfahren, die eventuell aus Phaedra kommen können. Und ja, Sophie zu helfen ist quasi so ein Bonus, was sie noch erledigen muss. Das ist voll assi. Meine Güte. Okay, wir müssen auch gleich da sein. Oh, kann man die... Das wäre mal ein bisschen leichter, wenn man entscheiden könnte, wo man die Dinger dreht, aber gut. Alles klar, die Tür ist offen. Rein da. Ach du Scheiße. Das ist hier mal hier lustig aufgebaut alles. Hier ist not exactly our fault. The heat ray control unit should be around here somewhere. Yeah? Just a hunch. This place is laid out like the other Amarcian ruins I've seen. Control units and such aren't exactly our forte. This one's up to you, Pascal. Leave it to me. I'm on this like white on rice. Okay, forte ist egal. Gut. Was aber nicht egal ist, wir müssen speichern. Ich schätze mal, wohin es weitergehen wird, habt ihr sicherlich dann auch schon so gesehen. Ansonsten kann ich es euch genau zeigen. Also ich kenne das selber nicht, aber das wird wohl diese große Tür sein. Wie man sieht, wie man hier sehen kann, hier sind ja zwei Verbindungen, einmal hier und einmal hier. Das heißt, wir müssen die nur so drehen, dass er auch sich alles aktiviert. Zunächst aber möchte ich noch diese rechte und linke Tür mal besuchen, um zu schauen, dass wir halt noch so ein bisschen was entdecken. Mal schauen, ob wir nicht was Wichtiges verpassen. Da bin ich immer so ein bisschen neugierig. Ja, aber natürlich nicht auf Gegner, versteht sich. Magical Ribbon. So, das hört sich doch gut an. Was, da haben wir schon mal was für Sharia. So, das schwächt zwar unser Kreas Attack, aber dafür unser Kreas Defense wird stärker, aber auch nur um 1. Wisst ihr was? Ich glaube, das lohnt sich nicht so wirklich. Naja, lassen wir es mal. Toll. Jetzt haben wir was Sinnloses entdeckt. Wie sieht es mit Level aus? Komm, ich nehme diesen Kampf noch mit. Vielleicht kann man nochmal direkt die Chance, uns weiter zu leveln. Wir müssen auf jeden Fall auf diese komischen Harpien oder so drauf gehen. Ist wichtig, weil die auch einen guten Schaden haben, was man gut sehen konnte. Na, das sieht schon mal besser aus jetzt. Wir haben zwar jetzt noch nicht so viel, also jetzt nicht so die große Erfahrung sammeln können, aber sieht schon mal auf jeden Fall besser aus als die ersten Kämpfer, die wir hier bestreiten durften. Okay, die eine Tür ist schon mal erledigt. Das war ein kurzes Vergnügen. Ups. Okay. Oh, hier ist eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Book of Growth. A spellbook that increases your Illith capacity simply by setting it to your Illith mixer. Oh, das hört sich doch gut an. Das mache ich. Wir haben nämlich hier, was habe ich denn hier? Genau, das war hier und das war Book of Duplication, war das ja auch. Book of Valor, was war das denn hier? Achso. Okay, das nehme ich mal raus. Dann tue ich hier das Book of Growth lieber rein. Denn dann kriegen wir automatisch mehr Illith. Und das ist immer nützlich. Wenn man viel mehr Illith hat, so kann man halt ein bisschen mehr arbeiten. Toll, das hat sich ja voll rentiert, nur einen Gegner hier anzutreffen. Na gut, aber wenn man schon dabei ist, dann verpasst man jetzt nicht die Chance mal hier. Okay. So. Ja.
So, jetzt bin ich natürlich hier ein bisschen K.O. Ich sag mal. Mann, ey. Viecher nerven aber auch. So, aber nichts Besonderes. Tja, Kampf ist auch vorbei. Was mich hier mit seinen komischen Stacheln da pieksen, aber das ist wohl gründlich in die Hose gegangen, würde ich mal sagen. Okay, das, die Viecher haben ja keine Hose. Das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich da erzähle. Na gut. So, jetzt müssen wir nur noch die Dinger in die richtige Richtung drehen. Um dann die nötige Verbindung herzustellen, die wir brauchen, um voranzukommen. Okay. Alles klar. Das eine ist schon mal aktiviert. Das andere ist dann auch gleich soweit. Ja, wir können weitergehen. Alles klar. Was ist das denn für ein Teil? Wisst ihr was? Ich werde mal vorher lieber speichern. Ich weiß ja nicht, was uns hier erwarten wird. Und ja, da sollten wir gut vorbereitet sein, denke ich mal. Auf jeden Fall wird es jetzt mal nicht so lustig werden. Nutzen wir die Gelegenheit und heilen uns direkt mal kurz hier. Denn wenn man sich auch so die komischen Greifarme von dem Vieh sieht, ist, glaube ich, mit dem nicht gut Kirschen essen. Auf geht's! Das ist der Polycarpus mit 44.444. Gut bestückt. Auf geht's! So. Dann gucken wir mal, dass wir den mal schön ein bisschen auseinandernehmen. Muss man halt nur aufpassen, dass man hier nicht erwischt wird von seinem Greifarm. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier. Puh, das kann ganz schnell gehen. Ja, ich glaube, dem ist auch vorbei, würde ich mal sagen. Okay. So, das ist ja, weil das ja so ein, das ist ja eigentlich, quasi, sag mal, das ist ja mal eine Schiene. Normalerweise müsste sie ja so weit empfindlich gegenüber Elektroattacken sein. Normalerweise. Aber nicht wirklich. Oh, jetzt müssen wir bloß wegbleiben hier. Das Boss sieht man sich nicht an. Ah, ich bin ja auch gut ausgewischt so weit von den ganzen Attacken. Okay, Apfelgen macht zwar nicht so viel her, aber halt ja immerhin etwas, oder? Und die nächste Heilung, bitte. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen Rohr einsetzen gegen den. Um den ein bisschen aus der Gefecht zu setzen. Genau. Ich muss mal ein bisschen immer wieder angeben, dass wir geheilt werden. Aber irgendwie wirkt der Rohr bei dem, ich habe so das Gefühl. Also der kann ja immer noch ganz fröhlich angreifen. Sharia ist fast tot. Da muss ich aufpassen jetzt. So, komm Sharia. So, die wollen noch mal ein bisschen heilen hier, die Herrschaften. Und ich ziehe den Schaden jetzt auf mich mal ein bisschen drauf. Also dürfte soweit gleich durch sein, die Sache. Also jetzt keine... Er war an sich stark, das Vieh, aber jetzt so keine große Sache, wo man jetzt sagt, man muss jetzt so sonderlich Probleme kriegen, wie man es jetzt vielleicht bei anderen Gegnern so der Fall war. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Hubert mal einmal heilen, sodass halt bloß keiner stirbt. Jetzt muss ich auch... Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na gut, dann muss Sharia, ich muss jetzt wiederbeleben. Na komm, Sharia. So, ich... ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht übernehme, ein bisschen. Boah, Sharia, mach mal hinne jetzt.
Das gibt's doch nicht. Was machst die denn, ne? Oh, Menschenskinder. So. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen in die Gänge kommen und mal ein bisschen die Gruppe heilen. Ich sag ja, Sheria kommt nicht in die Gänge so wirklich. So, jetzt werde ich sie mal wiederbeleben. Die sollen mal jetzt irgendwie gucken, dass sie Hubert wiederbelebt. Und nicht Healing Circle, Mann. Oh, also die Frau ist echt ein Krampf im Hintern, ne? Ich möchte unbedingt Hubert wiederbeleben, um die Erfahrungspunkte zu kriegen. Okay, jetzt kann ich Hubert wiederbeleben und dann können wir der Sache ein Ende machen. So. Things seem rough between Azbel and Sheria. I know. It's like they've got sandpaper between them or something. That's not it at all. Boah, Mann, das hat genervt gerade. Das Blöde ist einfach, weil die KI manchmal ein bisschen blöd ist. Die kommen auch nicht wirklich in die Gänge. Und ich habe so oft die Anweisung angegeben für Sheria, dass sie mich wiederbelebt, also Azbel und die anderen, beziehungsweise jetzt mal auch vielleicht einen anderen wiederbelebt, aber die kamen nicht in die Gänge. Und jedes Mal, wenn ich einen wiederbelebt habe, ist er wieder schon wieder down gegangen. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Wir haben es soweit geschafft. Und wir haben den Damaskus-Stil. Ja, und einige Sachen, die wir jetzt gelernt haben. Wunderbar. That's it. That's gotta be the heat ray cannon. Maybe it'll work now that there's nothing in the way. Let me just boink boink here for a second. Let's see. Okay, I think we're up and running. We should be able to control it from the machine in the Seaside Cavern now. We're almost there, Sophie. We'll be at Phaedra before you know it. You just need to wait a little longer. If our business is finished here, I suggest we return to the shuttle as soon as possible. Alles klar, wir sind soweit fertig. Was ist das hier eigentlich? Ach, hier ist ein Portal, um wieder rauszukommen. This will return you to the entrance, but it's a one-way trip. Do you want to use it? Yes. Okay, theoretisch können wir jetzt nochmal kurz reingehen, um halt mal die anderen Wege, die noch da sind, zu schauen. Aber wisst ihr was, muss nicht unbedingt sein, es ist ja bestimmt nichts Besonderes drin. Habt ihr ja bei den anderen Türen ja gesehen. Sophie? Something's coming. Get ready. We will survive. Oh, wir haben Gesellschaft bekommen. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier den Azbel geheilt kriege. Ja, Gesellschaft. Ich schätze mal, da wird jetzt der Richard demnächst wieder auftauchen. Ist ja verständlich, dass die Sache dann nicht so einfach wird, wie wir uns das Ganze vorstellen. Dass wir immer nach Phaedra kommen. Aber das sind, die Gegner sind ja eine Kleinigkeit im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier in Ruin erlebt haben. Kleine Snakes für zwischendurch. Each of those monsters has grown long indeed. I think Sophie was trying to warn us. Time is short. We must make for the Seaside Cavern as soon as possible. Ja, ich würde mal auch mal sagen, wir müssen jetzt mal langsam in die Gänge kommen. Was ist das denn hier? It's a secret to everybody. It seems like the light we possess is pretty effective against the monsters who attacked us in front of the ruins. Then when we face them again, the team should include you, Sheria, and myself. That would be most efficient. Okay, but let's just keep that a secret between the three of us.
Why? Because I don't want to hurt the other's feelings. Look, it doesn't have to be the three of us all the time. We can change things up as the situation demands. Well, Sherry, wir sind hier, um unser Überleben zu sichern, nicht um anderen Leuten weh zu tun oder nicht. Zudem besteht meine Gruppe sowieso aus den dreien schon mal. Von daher hat sich die ganze Sache ein bisschen erledigt. Wir nutzen mal die Gelegenheit, um speichern noch einmal unseren Fortschritt soweit. So, dann schätze ich mal, können wir vielleicht hier den Turtles-Service nutzen, um nicht den ganzen Weg unnötig zurücklaufen zu müssen. Das schätze ich mal. Turtles Transport. So, wir gehen zu North Land Road. Alles klar, da haben wir schon mal den langen, langen Weg hier gekürzt. Und können direkt so reingehen. Perfekt, passt doch super. Hier ist ja nochmal der Speicherpunkt, aber den brauchen wir ja nicht. Wir haben ja schon gespeichert. Wir können ja drinnen in der Höhle nochmal speichern, wenn wir was wollen. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. So. Ja, lass es lieber. Leg dich nicht mit mir an. Gut, dann gehen wir nochmal hier, dann können wir noch ein paar Materialien abstauben. Fodra Bound. Let's book it to the shuttle. Okay. It's back where the giant doors were, right? Sophie, we'll be at Fodra soon. Hang in there. Thank you. I'll keep fighting. Good. Me too. I'm gonna go punch a monster in the face. Indeed. I will be right beside you. Naja, ob wir auch ein Monster jetzt direkt ins Gesicht schlagen müssen, sondern eher lieber die unsere Waffen benutzen, ich glaube ich. Ja, Ansichtssache. Ich würde mal sagen, wir benutzen lieber unsere Waffen, um dem zu schlagen. Okay, nochmal als Sicherheit zum Speichern. Mal die Gelegenheit nutzen. Ich weiß, ich übertreibe es mit dem Speichern, aber bei solchen Spielen weiß man ja nie. Von daher ist man lieber ein bisschen besser vorbereitet, als dass man am Ende dann ja, blöd dasteht. Pascal! The overseer told me to come here and offer my assistance. Is there anything you require? I should have known Fourier wouldn't come. Hey, that's awesome, Poisson! Now I don't have to dink around with flying the shuttle! Come on, time to put you to work! Yes, ma'am. Okay, Poisson will uns helfen, die Kontrolle von unten zu übernehmen. Okay, here we go. Poisson, watch carefully, all right? Sweet! Both heat ray cannons are online and ready to go. Now we just need to tinker with the shuttle a little bit. I wish we had more time. But what can you do with a bunch of stupid monsters flying around? Okay, guys. Poisson and I'll have this fixed before you can say bananas. Thanks, Pascal. Let us know if we can help, all right? Okay. There you are. I was wondering where you'd gone. Oh, hi. You know, it's strange to think we'll be leaving this world soon. Sophie comes from Fodra, right? I wonder what it's like. Are you nervous? Yeah, I suppose. A little. But I'll be all right. I'm sorry, Sharia. I'm sorry for dragging you into this. Knock it off. Sophie's my friend too, remember? I'd do anything for her. She's the reason I got to see you all again. And now it's like we're all connected through her. It's funny. When we were kids, I thought she was my rival. Rival? For what? Well, for, you know, lots of stuff. She was mature and pretty and
so very strong. Yeah, she was. She's always been kind of mysterious and exotic, you know? But since she comes from somewhere beyond the sky, I guess that makes sense. You could say that. But that won't change the fact that she's been a good friend. Nothing will change that. Yes, I agree. We'll save her, Sharia. We'll save her and come back together. We've come too far to let things end here. Right, let's do this. Let's save our friend. The party formation has changed. So, wir sind jetzt hier in unserem, an dieser Stelle gelandet, wo wir schon mal waren früher. So, da haben wir noch ein bisschen Aleth eingeheimst. So, und wieder ab geht's zurück ins Wasser. So. Hier geht's lang. Und dann können wir nochmal zurück an die Stelle, wo wir vorher waren. Da sind wir jetzt hier ziemlich weit gelaufen, die Sharia. Okay. Okay, that should do it. Whenever you're ready, Poisson. Roger. Are we ready? Well, the ship's ready, but that's the easy part. Are you guys good to go? Alrighty then. Poisson, let's do this thing. Understood. Initiating countdown. 200, 199. Okay, kids, hop on. Let's go. No pushing now. Plenty of room for everyone. What's that? It sounds like the monsters that struck Launt. What? Damn it! The launch procedure is already underway. It would be very difficult to abort at this point. 181, 180. Just keep going, Poisson! Come on, Asbel. Let's go clock some monsters! If they get in here, we'll never be able to launch the shuttle. She's right. We should take the fight to them. I'll keep an eye on Sophie. You guys go. Meine Güte, man kann hier noch nicht mal in Ruhe kämpfen. Was heißt denn? Was rede ich eigentlich für Quatsch? Man kann hier nicht in Ruhe arbeiten, wollte ich gesagt haben. Wir wollen uns ja eigentlich vorbereiten für die Reise, aber die Monster müssen uns natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wie immer. So, Asbel kriegt jetzt nämlich einen neuen Titel von mir erstmal. Ja, das nehmen wir mal, das hört sich doch gut an. Okay, soweit sind wir gut vorbereitet, schätze ich mal. Und ja, Shuttle ist eigentlich auch bereit zum Starten, aber wir müssen natürlich uns um diese blöden Monster kümmern, die uns die Reise verderben wollen. Deswegen gibt es ja einen auf die Glocke jetzt. Ich dachte, die wären hier, aber gut. There they are. As expected, it's the monsters that attacked Launt. There seems to be an infinite supply of these creatures. Look out! I expect the best from everyone. Ich glaube, der Richard hat irgendwie so eine Fabrik da hinten, die da jetzt haust. Das ist immer ständig von diesen Viechern immer wieder welche rauskommen. Aber trotzdem sind das Snacks.
No one can stand before my blade. Tja, nichts Besonderes. Kleine Fische. They just keep coming. What are we going to do? Asbel, Master Hubert. Bailey, what are you doing here? We saw a swarm of these things and decided to give chase. Now go, get out of here. We'll handle these beasts. Asbel, come on! Thanks, guys. We owe you. Naja, ob die Jungs dann mit den Viechern fertig werden, sei mal dahingestellt, aber die können uns die nötige Zeit verschaffen, dass wir überhaupt hier wegkommen können. Everyone, hurry inside! Preparing to load the shuttle onto the launch ramp. Readying the catapult! Shuttle engines online! T-minus 1 minute, 59, 58. Wait! What is that? Is everyone okay? Sophie! Did we make it? Is this Phaedra? Should be. Once we cleared the aquasphere, it felt like we were falling. Yeah, Phaedra has a stronger gravitational pull than the world we're used to. Hence, it yanked us right in. Let's get off the shuttle and see where we are. Ja, Leute. Oh, wir haben noch eine schöne Trophäe. The Other Side of the Sky. Okay, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Deshalb kommen wir jetzt hier mit dieser Folge nicht weiter, sondern schauen in der nächsten Folge, wie diese Phaedra-Welt aussieht. Und da gibt es nochmal eine kurze Erklärung. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.